Nach dem 2019er Crash entweder die Retterrepublik oder die Hölle auf Erden. Teil 2 von zwei Teilen. Die Vandalen ziehen über die Wander. Alle Supermärkte sind schon leergeräumt. Die Bauern haben mit ihren Söhnen Landmilizen aufgebaut. In der Stadt gibt es immer wieder Versuche, eine Industrieproduktion wieder aufzubauen. Aber kaum hat jemand einen Betrieb eröffnet, ist einer von der Konkurrenz schon da und schon sinkt wieder die Profitrate auf 1%, da die Kapitalzusammensetzung von der letzten Prosperitätsrate der ganze Maschinenpark ja immer bleiben wird. Letztlich organisieren die Städte und Landkreise die wichtigsten Betriebe als Monopolfabriken. Aber hier wird die Korruption so stark, dass nun die Natur wieder in den Städten die Oberhand gewinnt. Aber bevor das letzte Haus von den Baumwurzeln umgarnt wurde, werden die Arbeiter sich zusammentun und nach dem Vorbild von Südamerika alle Fabriken in Selbstverwaltung ohne Profit in Betrieb nehmen. Denn in der Zwischenzeit haben in Südamerika die Arbeitermassen nach dem Superkrieg tausende Betriebe besetzt und organisieren den Staat als basisdemokratische Räterepublik, wie es Karl Marx vorgeschlagen hat. In der dritten Einleitung zur Schrift von Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, stellte Engels klar, wie Marx sich die Diktatur des Proletariats vorstellte. Zitat: Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort Diktatur des Proletariats. Nun gut, meine Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats. Zitat Ende, Seite 24. Karl Marx führt im Text an die Prinzipien der Kommune vor. Zitat: Erstens, die Kommune bildete sich aus den durch allgemein Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Die Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Zweitens, von den Mitgliedern der Kommune an abwärts muss der öffentliche Dienst für Arbeiterlohn besorgt werden. Drittens, die Abgeordneten sollen jederzeit absetzbar sein und an bestimmte Instruktionen ihrer Wähler gebunden sein. Jawohl, meine Herren, die Kommune sollte jedes Klasseneigentum abschaffen, das die Arbeit der vielen in den Reichtum der wenigen verwandelt. Sie beabsichtigen die Enteignung der Enteigner. Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, dritter Teil, Seite 7. Also das ist das ganze Geheimnis. In den Arbeiterräten entscheidet der Wähler mehrheitlich und der Abgeordnete muss die Mehrheitsentscheidung der Wähler ausführen. Und es sind alle Bürger, außer den Aktien-Couponschneidern.
Mit dem Immigrationspakt in Marrakesch haben die 61 Unterzeichnerstaaten die Auflösung der Nationalstaaten und den Weg zur Weltdiktatur unterschrieben. Aber je schneller sich die südamerikanische Bewegung nach Europa überträgt, umso weniger müssen wir durch das Tal der Tränen. Das wird dann aber die letzte Revolution gewesen sein. Denn ab dann gibt es keine Klassen mehr und keine Klassenwidersprüche. Und alle Veränderungen werden dann nach der Vernunft entschieden. Veränderungen gibt es natürlich weiter. Die Entwicklung der Produktivkräfte geht dann erst richtig los. Zitat von Friedrich Engels: Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selber als Proletariat auf. Damit hebt es alle Klassenunterschiede auf und Klassengegensätze und damit auch den Staat als Staat. Zitat Ende. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Seite 93. Marxismus-Bilderbuch, Kapitel 3.